Hallo zusammen, mein Name ist Ina und ich zeige euch heute, wie ich die Joghurtkruste gemacht habe. Dafür wird Wasser, Hefe und Honig in eine Schüssel gegeben, verrührt und dann kommt Joghurt rein, die trockenen Zutaten und dann schön kneten. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch unten in die Infobox, da könnt ihr das nachlesen. Ich nehme hierfür immer den 10%igen Joghurt und Mehl nehmt ihr erstmal 600 und dann könnt ihr noch bis zu 4 Esslöffel später nochmal Mehl zugeben. Ich hatte jetzt hier Apfelessig, ihr könnt aber genauso gut Balsamico-Essig machen. Und den Teig schön kneten, erstmal 10 Minuten kneten und wenn die 10 Minuten vorbei sind, dann erst gucken, ob man noch, ja, ob das noch zu klebrig ist, wie bei mir hier auch. Also es klebt noch gut fest, dann habe ich noch 4 Esslöffel Mehl reingemacht. Das kommt immer darauf an, wie viel Feuchtigkeit der Joghurt noch hat. Jetzt ist die Konsistenz perfekt. Jetzt wird es vom Knethaken runtergenommen und gehen lassen. Also ich lasse mindestens 3 Stunden gehen. Ihr könnt das doch gerne über Nacht, aber so gute 3 Stunden ist schon wichtig für den Teig. Dann wird der Ofenmeister eingefettet, eventuell wenn euer noch nicht so eine Patina hat. Und dann ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und in den Ofenmeister. Und dann wird der Teig geknetet. Nicht geknetet, gefaltet. Die Teigunterlage nur ganz leicht bemehlen, weil wenn man zu viel Mehl drauf macht, dann hat man immer so weiße Spuren im Brot. Ihr könnt auch gar kein Mehl benutzen, aber wenn, dann nur ganz, ganz leicht. Und dann wird der Teig immer zur Mitte gefaltet, so oft, dass auf der anderen Seite eine Oberflächenspannung ist und dann wird die Kruste oben schön glatt. Ungefähr habe ich, weiß ich nicht, 10-mal, 8-mal, so wie der Teig es hergibt, ne? Dann ein bisschen noch zu sich ziehen und den Ofenmeister ja auch bemehlen und dann das Brot reinlegen. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Sesam drauf gemacht. Wer möchte, kann es vorher auch noch ein bisschen mit Wasser benetzen und dann einfach nur für die Optik ein bisschen Mehl. Muss man auch nicht machen. Und dann schneidet einfach ein Muster rein, welches ihr wollt, kommt Deckel rein und sofort in den Ofen. Entweder in den kalten oder in den heißen, das ist egal, wie es gerade bei euch passt. Nach dem Backen sofort aus dem Ofenmeister nehmen und auf dem Kuchengitter auskühlen lassen. Ja, und so schnell ist unser Brot jetzt fertig. Schön knusprig. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.